Ja, hallo und willkommen zurück bei The Legend of Zelda: The Breath of the Wild in der 19. Folge. In der letzten haben wir ja den Wasserfluch Ganons besiegt und nun geht es zum Thronsaal, wenn ich dann den Weg wieder finde. Und wir schauen uns mal das Ende der Questreihe hier an. Was ich danach tun werde, keine Ahnung, wohin mich meine Nase eben gerade führt. War auf jeden Fall ein toller Fight. Hab ein bisschen Übung gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. Aber letztendlich habe ich ihn besiegt, ohne gehittet worden geworden zu sein. Das ist doch schon für mich sehr beachtlich. Für den Anfang nicht schlecht. So hart. Ja, das Master Schwert hätte ich auch gern wieder zurück. Ein Chloravogel. Hab ich doch gern gemacht. Jetzt mal gucken, was in der Kiste drin ist. Die ja auch zerstörbar ist. Na, hat man auf jeden Fall. Na, also diese Waffe hat ja einen Haltbarkeitsbalken, ne? Na, die auch, ne? Also wenn die kaputt geht, ist das ja schon blöd. Ich möchte ja ungern die Lichtschuppenlanze kaputt machen. Ist halt blöd, dass man nirgends nirgendwo sieht, wie viel Haltbarkeit die Waffen noch übrig haben. Ich meine. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. So, was machen wir denn jetzt? Mist, wieder falscher Knopf. Ich bin hier mal gestorben, ne? Dann auch ran. Ah, da war ich ganz oben, stimmt, gegen das blöde Vieh, ne? Eigentlich müsste ich da zum Schrein. Ich habe hier irgendwo, ich glaube hier, ungefähr einen Schrein gesehen. Das würde mich doch interessieren, da mal hinzukommen. Da müsste ich aber erst irgendwie mal zum Stausee hoch. Das ist da vorne, ne? Das ist die Staumauer. Fließt da natürlich kein Wasser runter. Aber man könnte doch jetzt da hoch jetten und dann von da rüber segeln. Da wäre ich zumindest mal oben auf der Staumauer. Könnte dann anschließend zu dem Schrein gehen. Weil mir fehlt nämlich noch gerade einer, wenn ich schon weiß, wo einer ist. Mache ich das doch. Ich hoffe, die geht nicht zu schnell kaputt.
Ich muss, man kann es dann doch irgendwie noch reparieren. Die Eule wieder. Das ist so cool. Das ist so dermaßen cool gemacht. So, jetzt müsste ich ja nur darüber. Und der Router, der schießt durchgehend dann auf das Schloss. Wartet wohl mit seiner, also schießt wohl so lang durchgehend, bis auch der Vierte seine Ladung ablässt. Wie immer es auch aussehen mag. Oh, ich glaube, ich bin am richtigen Weg. Ich muss um den See rum. Ich denke, es ist über den Felsen der etwas kürzere Weg. Als würde ich das versuchen, durch den See durchzuschwimmen, das könnte etwas, naja, in Ertrinken enden. Ich muss hier noch ganz außen rum. Von der Spitze da oben könnte es wohl klappen. Aber nur wenn ich mich nicht irre. Also es kann natürlich sein, dass ich komplett falsch liege und ja. Hier ist der Schrein gar nicht, den ich gesehen habe in dem Video, sondern der ist ganz woanders. Aber ich glaube, der war da. Seht ihr, da unten ist er. Ich wusste es doch. Da möchte ich hin. Wo ist denn das auf der Karte überhaupt? Na, das ist doch schon ziemlich weit südlich. Das ist doch ein riesiges Gebiet. Hier gibt es so die Ranelle-Spitze und... Und der nächste Titan, der ist ganz woanders, glaube ich. Ja, der müsste aber dann nördlich sein. Egal, da geht's jetzt hin. Das ist noch so eine Zora-Tafel, ne? Oh, da komme ich dank des Gegenstroms gar nicht so einfach hin. Mich interessiert, was auf der Tafel da steht, wenn das so kompliziert ist, also so abwegig ist, da hinzukommen, so einfach. Ja, ich weiß, dass ich ja näher an den Schreins bin, ich kann ihn sehen. Boah. In die Stachel geflogen, ne? Und nochmal in die Stachel reingerannt. Einen Stock tiefer, bitte.
Der Rokuma, im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Ja, auf. Die fünf Flammen, Rokuma schreien. Kann ich da was Magnetiges machen hier? Ich auch nicht. Soll ich die jetzt anzünden oder ausmachen? Ja. Hat mich jetzt nicht sehr schlau gemacht, das Ganze. Kommt auch jetzt so nicht dran, ne? Tja. Sieht blöd aus für mich. Nämlich immer noch keine Pfeile. Oh doch, Eispfeile. Keine so gute Idee zu verfeuern. Jetzt brennt zumindest mal die Fackel. Da wo es blau ist, kommt dann Wasser raus. Das ist blöd. Die müssen wohl alle fünf brennen. Oh, kommt mal so schlecht dran, das ist ja scheiße. Kann meine ganzen tollen Pfeile hier verknallen für nix. Mal überlegen, wenn ich die jetzt hochschieße, dann geht die rüber. Okay. Aus Versehen gelöst. Aber jetzt komme ich immer nicht auch an die Kisten. Ja. Super, ne? Ja. Was soll man machen, ne? Das war aber keine Absicht, die zu meistern. Das war purer Zufall. Ehrlich. Dankeschön. Ich hoffe auch, dass sie mir noch ein bisschen beisteht. So, was ist mein nächstes Ziel? Was ist mein nächstes Ziel? Ich könnte ein bisschen weiter zur Ranella-Spitze gehen. Das wäre dann einfach geradeaus hier. Oder? Jo, einfach hier lang. Was klingt da nach dem Plan, ne? Ich muss erstmal hier aus dem Minenfeld hier raus.
Komm, Eidechsi. Komm. Oh, ja, ein richtig HP hier. Ein Samurai-Schwert. Es ist richtig stark, ey. Ja, jetzt guckst du blöd, ne? Loser. 32er Stärke. Und sieht cool aus. Ich habe kein gewisses Ziel, hier hochzugehen. Ich mache es einfach nur, weil ich es kann. Muss nicht denken, nicht fragen, hey, was macht er jetzt hier? Einfach ein bisschen Landschaft erkunden. Eventuell finden wir ja noch einen Schrein ganz da oben. Und falls uns die Story irgendwann mal da hochführt, dann kann ich mich teleportieren und muss nicht laufen. Eine feine Sache. Na, Router sieht man echt meilenweit. Was eine schöne Gegend. Saftig grünes Gras. Mal checken, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen bald irgendwo links rum. Notfalls gehen wir auch den Hang hoch. Ist doch am besten noch. Na, ja, wir haben noch Zeit. Mein Schreinpieper piept gerade nicht. Da sollten wir hochkommen. Irgendwas wabert und... Oh, da schläft immer so ein Riese, so ein optionaler Boss. Hm? Ich habe da hinten irgendwo was Rotes markiert. Was... Ah, das ist ewig weit weg. Ah, ich muss... Wenn ich weiter zum Berg will, muss ich in die Richtung. Den lassen wir besser mal gehen. Das kann man sich merken. Ich könnte hier eigentlich ein Symbol machen, einen Stempel. Und zwar ein Schwert, damit ich das auch nicht vergesse. Nee, ich will doch an dem vorbei. Bin ich auch am richtigen Weg? Ja. Da lang müsste es weiter den Berg hochgehen. Oh, dass ich mich immer verdrücken muss. Oh, der wird nicht wach. Ups, hallo. Mach schon da oben. An der Spitze sieht aber sehr kalt aus. Hm? Hätte man nicht mal gerade ein, hey, du hast ja gar kein Equipment dafür. Ich erfriere da oben wie ein Idiot. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, sich gegen Kälte zu schützen. Und hier vorne ist auch gerade Ende. Ne? Mist. Ist ja scheiße. Komm. Stage Diving. Von oben. Das nehmen wir mit. Der Sportling. In der Hoffnung, dass das hier flach genug ist, dass er stehen kann. Ist es. Da kommen wir auch da hoch.
Ja, so macht Bergsteigen doch Spaß. Wird immer kälter. Aber zur Rande der Spitze komme ich, denke ich, nicht. Da bin ich einfach nicht equipmentiert genug. Ich bräuchte irgendwas, was mir halt, ne, einen warmen Arsch macht. Panik, ey. Was machst du überhaupt hier oben? Am Ende der Welt. Ja. Von hier oben sieht man auch wirklich nichts. Nur den schönen Ranelleberg. Das ist da vorne schon bitterlich kalt. Mein Radar schlägt auch nicht mal ansatzweise aus. Da vorne gibt es was in dem Luftspreng. Das sieht nach einer Menge Material aus, ne? Und bumm. Fliegt die ganze Scheiße hier durch die Gegend. Durch die Gegend fliegt sie. Naja, Bernstein, Opale, Topaz. Hier oben sieht man immer noch keinen. Kein Nichts sieht man. Es soll so viele Schreine in dem Spiel gehen, aber ich finde keinen. Da unten sieht böse aus, ha? Noch so ein schlafender Riese. Jo, hier friert er sich der Ast. Hier geht's. Hinten friert er. Da muss ich wohl leider abbrechen hier an der Stelle, verdammt. Da geht's da noch mal weiter. Ist da noch was? Ja, noch mehr Eis. Na ja, wenigstens ein paar Chilis gefunden, ne? Ich glaube, ich lege mich noch mit dem Großen da an. Mal ein bisschen Kräfte messen hier. Boah. Jo, so viel zum Thema Kräfte messen. Die sind echt saustark, die Viecher da. Und so viel zu meinen Chilis. Denn nochmal dahin gehen macht nicht so viel Sinn. Leider keinen Schnellreisepunkt entdeckt. Ah, da kann ich die Chilis doch nochmal aufheben. Das ist ja wenigstens so etwas Trost. Ja. Und wie sie diesem kleinen Game-Over-Bildschirm lasse ich euch erstmal kurz alleine. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich denke, dann teleportiere ich mich irgendwo hin, wo etwas Story machbar ist. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Bye.